Die Geduld von Fluggästen wird in München erneut auf die Probe gestellt. Nach dem Wintereinbruch am Wochenende hat jetzt Eisregen den Airport vorübergehend lahmgelegt. Bis zum Mittag gab es keine Starts und Landungen. Betroffen waren etwa 300 Flüge. Ich glaube, dass die Politik einfach alles entrationalisiert und deswegen haben wir den Salat bei Bahn, Flug, wo auch immer. Ach, ich bin da eigentlich noch positiv. Keiner kann was für die Situation und ich mache jetzt einfach das Beste draus. Den ganzen Vormittag waren Räumfahrzeuge im Einsatz, um Start- und Landebahnen eis- und schneefrei zu machen. Viele Flüge fielen wegen der extremen Wetterbedingungen auch am Nachmittag und Abend aus. Der Münchner Airport rief Reisende dazu auf, sich vor Reiseantritt über den Status ihres Fluges zu informieren. Bereits am Wochenende hatte Winterwetter mit großen Schneemassen den Münchner Flughafen lahmgelegt.